Studentin von der Uni in Witten. Witten ist so eine kleine Stadt hier um die Ecke. Ja. Genau. Und wir studieren Philosophie und machen ein Forschungsprojekt mit dem Thema das gute Leben. Und interessieren uns da ganz explizit eigentlich für Leute, die einen anderen Weg gegangen sind als wir, von dem wir theoretisch ein bisschen Ahnung haben, aber praktisch überhaupt nicht. Und da wollten wir fragen, ob sie irgendwie irgendwann, ich weiß nicht, jetzt zwischen Tür und Angel, vielleicht ein bisschen schwierig, irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwie Zeit hätten, dass wir sie uns einfach mal aus ihrer persönlichen Sicht vielleicht was zum guten Leben sagen oder irgendwie sowas. Dürfen wir Notizen machen, ja, mitschreiben, sicher. Irgendwie damit wir... Super. Dürfen wir auch eine Tonaufnahme machen? Sicher, könnt ihr machen. Okay. Ach, perfekt, das ist ja super. Sehr schön. Super, also wie gesagt, wir machen ein Forschungsprojekt zum guten Leben und uns geht es da um eine ganz persönliche Sichtweise und wir haben dafür zwei große Fragen. Und die erste Frage ist eigentlich, perfekt, erzählen Sie uns von sich, also wer sind Sie, was erzählen Sie uns einen Schmankerl aus Ihrem Leben? Ja, wer bin ich? Ich bin Palästinenser und an der ersten Stelle Muslim. Mhm. Lebe seit 30 Jahren hier in diesem Land. Mhm. War Geschäftsmann. Mhm. Erfolgreicher Geschäftsmann, der Millionen Besitz hat. Okay. Eine große Firma gehabt hat. Filialen weltweit gehabt. Und ich habe mich selber gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Okay. Warum lebst du? Mhm. Welche Aufgabe hast du? Mhm. Ist deine Aufgabe, Geld zu verdienen? Mhm. Ist deine Aufgabe, berühmt zu werden? Mhm. Du bist alles. Bist du glücklich und zufrieden? War ich nicht. Ja? Mhm. Obwohl ich eine fromme Frau habe, Kinder habe, mir fehlte gar nichts, außer die innere Ruhe. Ja? Mhm. Und die innere Ruhe habe ich nicht, weder durch Geld genossen, noch durch Bekanntheitsgrad. Mhm. Ja? Die Ruhe habe ich nur im Koran gefunden. Okay. Ich habe mich angefangen mit der Religion, mit meiner eigenen Religion zu beschäftigen, weil ich bin als Muslim geboren. Mhm. Ich habe gebetet, gefastet, wie die Menschen das tun, ohne Wissen. Bis ich mich mit der Religion richtig befasst hatte und ehrlich gesagt, ich hatte Angst vor dem Tod gehabt. Mhm. Ja? Immer wenn ich im Flugzeug saß und ich bin fast jede Woche im Ausland gewesen, First Class, und ich habe gezittert, innerlich. Ja? Aber ich war Schauspieler genauso wie jeder hier auf der Straße. Ja? Die meisten Menschen hier haben Angst davor. Aber sie versuchen, ihre Angst durch Alkohol zu dimmen. Ja? Aber trotzdem, sobald das Flugzeug wackelt, fangen sie alle zu zittern. Und jeder hebt die Hände hoch und sagt, oh Gott, hilf mir. Auch die Atheisten. Ja? Ich habe mich mit meiner Religion beschäftigt, vor allem mit dem Koran. Ja? Und ich habe gelesen, was passiert im Grab. Ja? Was geschieht mit uns am jüngsten Tag? Warum leben wir? Was ist der Sinn des Lebens? Mhm. Und der Sinn des Lebens habe ich in einem Satz gefunden. Okay. Allah sagt im Koran, ich habe die Djinn und die Menschen erschaffen, damit sie mir dienen. Also Djinn, das sind die Geisterwesen. Mhm. Nur damit sie mir dienen. Ja? Natürlich, ein arroganter Mensch fragt sich, ja, warum? Warum soll ich Gott dienen? Ja? Erstmal, dienen bedeutet gehorchen. Das ist der allmächtige Gott, der uns erschaffen hat, der uns versorgt, der uns die Augen gegeben hat, der uns alle Sinne gegeben hat, der uns alles dienstbar gemacht hat. Jede Banane, die du isst, die war für dich vorbestimmt. Die kam aus Kolumbien, wurde transportiert mit der Lufthansa, hier verzollt, damit du sie Donnerstag abends um 6 Uhr ist. Ja? Nichts auf dieser Erde ist Zufall. Mhm. Ja? Allah hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen.
Ja, warum dienen wir ihm jetzt? Die Antwort liegt im Koran. Allah sagt im Koran, wer mir gehorcht, werde ich sein Leben, sein Herz zufriedenstellen, werde ich ihm ein gutes Leben bescheren und am jüngsten Tag ewig belohnen. Ja? Das ist der Sinn des Lebens. Und das Gegenteil, wer mir den Rücken zudreht, sagt Allah, unser Schöpfer, werde ich sein Leben zur Hölle machen. Und das sehen wir live. Mhm. Ja? Diese Menschen, die lachen, das sind die unglücklichsten Menschen auf dieser Erde. Ja? Schauspieler im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war auch einer. Ja? Aber dient man seinem Schöpfer, dann fühlt man innerlich sich glücklich und zufrieden. Ja? Ich habe noch nie in meinem Leben ein Glücksgefühl erlebt, außer vor Gott zu stehen, zu sagen Allahu Akbar. Allahu Akbar bedeutet, Allah ist der Höchste. Ja? Und dass man sich niederwerft und lobpreist seinen Schöpfer, der ihm alles dienstbar gemacht hat, dadurch wird die Seele ernährt. Ja? Hier in diesem Koran steht, dass der allmächtige Gott Adam erschaffen hat, unser Vorfahren, Urvater, aus Erde, ja? Und in ihn die Seele eingehaucht hat. Ja? Das bedeutet, dein Körper, mein Körper besteht aus irdischen Substanzen. Die Menschen ernähren ihren Körper. Aber was ist mit der Seele? Die Seele wird nur durch den allmächtigen Gott, durch die Anbetung, ja, und Gottesdienst ernährt. Dann fühlt man sich ausgeglichen. Ja? Und derjenige, der seine Seele nicht ernährt, er unterscheidet sich nicht von einem Hund, von einem Tier. Ja? Weil ein Tier hat nur einen Wunsch, Essen und so weiter. Ja? Aber der Mensch, Allah sagt im Koran, ich habe den Sohn Adam geehrt, indem ich für ihn alles dienstbar gemacht habe. Ja? Was verlangt der allmächtige Gott von uns? Dass wir ihm danken. Ja? Allah sagt im Koran, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Wenn ihr dankbar seid, ich werde euch mehr geben. Mehr bedeutet es Zufriedenheit. Ja? Das ist erstmal der Sinn des Lebens. Wir sind auf Allahs Erde, um geprüft zu werden. Allah prüft uns durch unsere Taten, ja? Und durch die Einflüsse der Umgebung. Auf jeden von uns ist ein Satan eingesetzt worden. So wie zwei Engel. Ein Engel rechts, ein Engel links. Der Satan versucht dich in die Erde zu führen und die Engel schreiben deine Taten auf. Allah hat dir einen Verstand gegeben. Dieser Verstand musst du benutzen, um gegen diesen Satan zu kämpfen. Ja? Wo stehen die Anweisungen? Welche Methoden der Satan benutzt, hier in diesem Buch. Ja? Das heißt, das ist das einzige Buch für die Schule. Lernt man dieses Buch gut, praktiziert man die Anweisungen in diesem Buch, dann wird man in diesem Leben zufrieden leben. Das ist eine Gebrauchsanweisung. Ja? Gebrauchsanweisung für dich und für mich und für alle Menschen auf dieser Erde. Lebensordnung. Ja? Wenn wir diese Lebensordnung befolgen, das heißt, wir befolgen die Lebensordnung des allmächtigen Gottes. Das heißt, wir sind auf dem geraden Weg. Das Ergebnis? Paradies. Was ist Paradies und was ist Hölle? Ja? Das Paradies ist über unsere Vorstellungskraft. Glückseligkeit auf unendlich. Ja? Allah sagt in einem heiligen Hadith, ich habe für meinen rechtschaffenen Diener vorbereitet an Schönheit, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was kein Herzenwunsch sich erträumt hat. Jetzt. Im Paradies werden wir nicht älter werden. Wir kommen in einem Alter von 33 Jahren ins Paradies. Wir werden nicht älter werden. Wir werden nicht krank werden.
Wir werden keine Toiletten mehr brauchen. Das Essen wird ausgeschieden durch die Haut, riecht wie Moschus. Das kleinste Haus ist so weit, wie das Auge sehen kann. Ein Stein aus Gold, ein Stein aus Silber und dazwischen Parfüm. Ja? Okay. Alle deine Wünsche werden erfüllt im Paradies. Ja? Und man wird ewig leben und es gibt kein Probleme. Ja? Es gibt keine Krankheiten, es gibt nur Genuss. Deshalb ist das Leben befristet, was Genuss angeht. Jeder Genuss in diesem Leben ist begrenzt. Ja? Aber der Genuss am jüngsten Tag ist für ewig. Und man lebt auch ewig. Ja? Auf der anderen Seite gibt es Hölle. Ja? In dieser Hölle werden die Gottlosen, die Menschen, die arrogant sind, die hochmütigen Menschen, die nicht mal bereit sind, ihren Schöpfer zu folgen, die werden drin bestraft werden. Die Mörder, die Kinderschänder, Diebe und, die werden ihre gerechte Strafe am jüngsten Tag bekommen. Ja? Jetzt fragt man sich, warum? Ja? Warum das Ganze? Allah sagt im Koran, ich brauche euch nicht. Ja? Aber warum hat er uns erschaffen? Und warum gibt es Paradies und Hölle? Und warum will er uns bestrafen oder belohnen? Erstmal, wir sind auf seiner Erde. Ja? Wir haben nichts zu fragen. Ja? Ob wir fragen oder nicht fragen, wir werden schon geprüft. Ja? Wir müssen zugucken, dass wir ins Paradies kommen. Wir müssen zugucken, dass wir seine Anweisung folgen und uns vor der Strafe retten. Die Strafe in der Hölle ist gewaltig. Die Haut wird geschmolzen und jedes Mal, wenn die Haut geschmolzen wird, bekommt Allah, gibt jedem von uns eine neue Haut, damit er die Strafe weiter köstet. Ja? Essen aus Eiter, Blut, Betten aus Feuer, Kleider aus Feuer, ewige Verdammung. Ja? Und die Menschen werden sagen, oh Allah, lass uns nur eine Sekunde ohne Bestrafung. Ja? Allah sagt im Koran, an dem Tag bestraft keiner wie Allah. Stell dir die schlimmste Strafe auf dieser Erde, das ist nichts. Ja? Der Prophet Muhammad sagte, das stärkste Feuer auf dieser Erde ist 1% von 70 im Vergleich zu dem Feuer in der Hölle. Hier, Verdammung in der Hölle, Bestrafung für die Gottlosen, für die Arroganten, für die Hochmütigen, die Schandtaten auf diese Erde gebracht haben, die Elend der Menschen zugefügt haben auf diese Erde, und hier Glückseligkeit für ewig, für die Menschen, die gottesfürchtig sind, die die Anweisung des Schöpfers gefolgt sind. Ja? Dafür leben wir. Ja? Das ist Belohnungsort und das ist Bestrafungsort. Jetzt, wir werden hier auf seiner Erde geprüft. Alles, was du erlebst, ist eine Prüfung. Ja? Jetzt, wir werden geprüft durch drei Dinge. Erstmal dem Satan, den du nicht siehst, der flüstert in deinem Brust und versucht dich in die Erde zu führen. Zeigt dir alles Schlechtes, Gutes. Ja? Durch die Gesellschaft. Okay. Ja? Und durch dein eigenes Ich. Dein eigenes Ego. Ja? Okay. Zum Beispiel, Kopftuch im Islam ist Pflicht für jede Frau. Mhm. Natürlich eine Frau, die schöne Haare hat, ja, sagt ihr, warum soll ich mich bedecken? Ja? Das ist genauso wie eine Ampelanlage. Bei Rot stehen die Menschen und fragen sich nicht, ja, weil sie die Gefahr sehen. Und bei Allahs Gesetze fragen sich die Menschen. Warum? Weil sie unter Einfluss des Satans und unter Einfluss der Gesellschaft. Wir leben in einer verdammten Gesellschaft. Ja? Die Maßstäbe dieser Gesellschaft im Allgemeinen sind keine menschlichen
keine menschliche, barmherzige Maßstäbe. Der Dieb, ja, der Dieb wird als Banker bezeichnet. Ja? Ja. Und so weiter. Mhm. Der Kinderschänder wird als Politiker bezeichnet. Okay. Ja? Und. Der Mensch, der Bart trägt und hier steht und seine Familie jetzt zu Hause lässt und investiert und ihnen eine Koranübersetzung schenkt, damit sie drin lesen, damit sie ins Paradies kommen, wird als Terrorist bezeichnet. Ja? Ein radikaler Mensch bezeichnet, der böse ist. Ja? Das sind die Maßstäbe. Maßstäbe des Satans. Und der Satan regiert diese Erde. Ja? Deshalb wurde Jesus gekreuzigt, laut Christentum, aber laut Islam ist er nicht gekreuzigt worden. Allah hat ihn zu sich gerufen. Deshalb wurden immer die Propheten erniedrigt, der Lüge bezichtigt und. Die Menschen sind gesteuert vom Satan. Ja? Und es ist leicht, etwas Negatives zu praktizieren als etwas Positives. Ja? Das ist jetzt der Sinn des Lebens. Aha. Wir sind auf Gottes Erde. Gott prüft uns auf seine Erde. Wir haben einen Verstand, wir haben sein Buch, ja, seine Anweisung, Lebensordnung, das hängt jetzt von uns ab. Glücklich auf dieser Erde zu leben oder unglücklich auf dieser Erde zu leben. Am jüngsten Tag bestraft zu werden oder belohnt zu werden. Jetzt, dass der Mensch freie Willen hat, ist es bewiesen. Ja? Ja. Denn wer hat dich hier gezwungen zu stehen? Keiner. Du bist alleine hier gekommen. Deshalb hat kein Mensch am jüngsten Tag eine Ausrede. Ja? Und die Menschen, die am jüngsten Tag denken oder denken, dass sie eine Ausrede haben, dass sie zum Beispiel keine originale Botschaft von dem allmächtigen Gott bekommen haben. Ja? Also Gott hat immer den Menschen seine Botschaft vermittelt durch seine Propheten und Gesandten. Ja? Und diese Botschaft wurde immer verfälscht, weil die Menschen die Bequemlichkeit lieben. Ja? Zum Beispiel, Schweinefleisch ist im Christentum verboten. Wer hat es erlaubt? Paulus. Ja? Unzucht ist im Christentum verboten. Alkohol ist im Christentum verboten. Ich gebe dir nur ein kleines Beispiel. Zinsen zum Beispiel. Ja? Mhm. Nur ein kleines Beispiel. Im Judentum ist Alkohol verboten. Christentum erlaubt, im Islam verboten. Ja? Im Judentum Zinsen verboten, im Christentum erlaubt, im Islam verboten. Die Männer sind bei den Juden beschnitten, bei den Christen nicht, bei den Muslimen ja. Glaubst du, Gott ändert seine Meinung? Niemals. Ja? Das sind die Menschen, die einfach ihre Gelüste folgen und dem Satan folgen und die Bequemlichkeit auf dieser Erde möchten. Ja? Es geht um Wirtschaftsziele. Du bist hier in diesem Land eine Rechnungsnummer. Ja? Ich auch, leider. Ja. Ja? Aber durch den Islam bin ich ein freier Mensch geworden. Ja? Weil ich nur Diener dem allmächtigen Gott bin. Und nicht Diener von Frau Merkel oder nicht Diener von irgendeinem Politiker. Mhm. Ja? Mhm. Alle Menschen auf dieser Erde sind Sklaven. Ihre Ideologien oder ihre Regierungen. Nur der Muslim ist ein freier Mensch. Warum? Weil er seinen Schöpfer dient. Und der ist nur für seinen Schöpfer ein Sklave. Ja? Und das ist eine Ehre. Der eine wird geehrt, wenn er seinen Schöpfer dient, und der eine wird erniedrigt, wenn er den Menschen dient. Ja? Was ist die Belohnung? Ja? Die Belohnung am jüngsten Tag, ewige Glückseligkeit im Paradies. Das ist erstmal der Sinn des Lebens. Und das ist Nummer zwei, was ist Religion? Also, Adam ist zur Erde gekommen mit einer Religion, ja? Mit einer Lebensordnung. Er hat die weiter an seine Kinder gebracht oder verbreitet oder weitergegeben.
der Satan hat die Menschen oder die Nachfahren von Adam in die Erde geführt, sodass sie die Anweisung des allmächtigen Gottes verfälscht haben, entstellt haben. Ja? Dann kam Noah, ein Prophet Gottes. Ja? Noah. Und hat die Botschaft des allmächtigen Gottes wiederhergestellt. Ja? Danach Abraham, Moses, Jesus, und das ist die letzte Botschaft des allmächtigen Gottes. Und in diesem Buch sagt uns Allah, dass die Bibel gefälscht worden ist. Ja? Und das ist der Grund, warum der Koran offenbart worden ist. Wir stehen hier und wissen, dass die Christen, wenn sie den Islam nicht annehmen, in die Hölle kommen. Und die Barmherzigkeit Allahs und meine Religion lässt mich nicht in Ruhe, weiter zu schlafen zu Hause, und ich weiß, dass meine Nachbarn in die Hölle kommen. Mhm. Ja? Und das ist Nächstenliebe, die bei den Christen verloren gegangen ist. Ja? Das ist unsere Botschaft, das ist, wovon wir überzeugt sind. Und das ist, warum wir hier stehen. Ja. Dankeschön. Erstmal soweit. Dürfte ich noch eine Nachfrage stellen? Ja. Okay. Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie auch als Moslem geboren sind, also schon früher gläubig waren. Mhm. Und wie kam quasi dieser Turning Point jetzt? Also, dass Sie Festigungen in Ihrem Glauben. Ich habe gebetet, gefastet wie jeder Muslim, ohne mir Gedanken darüber zu machen. Mhm. Ja? Ja. Einfach gefolgt. Ja? Genau, und der Sprung. Gefolgt, ohne nachzudenken. Mhm. Ja? Und jeder von uns hat einen Verstand. Allah sagt im Koran, steht in der Nacht auf und denkt über meine Worte nach. Ja? Der Islam zwingt jedem seinen Verstand zu nutzen. Das Christentum zwingt jedem seinen Verstand abzuschalten, auszuschalten. Geh zu einem Pfarrer, frag ihn, was geschieht mit mir im Grab? Junge, du musst glauben. Ja? Wo ist mein Verstand? Das ist Verachtung für meinen Verstand. Aber hier wird der Verstand, den Verstand respektiert. Ja? Wie oft, wenn du den Koran liest, steht so oft, denk danach. Mhm. Allah zwingt uns nachzudenken, weil er uns den Verstand gegeben hat. Und für diesen Verstand wird er uns zur Rechenschaft ziehen. Ja? Ich habe gebetet, gefastet wie jeder Muslim, ja? Ohne nachzudenken. Ja? Dann habe ich mich selber gefragt, warum gibt es drei Religionen? Warum gibt es Juden, Christen und Muslime? Ja? Will Gott uns verwirren? Ja. Sucht ihr irgendeine Religion aus? Das ist nicht Gott. Ja? Das ist nicht die Barmherzigkeit Gottes. Und diese drei Religionen sind widersprüchlich. Sie widersprechen sich zu 100%. Dann habe ich mich gefragt, ja, wer kommt jetzt ins Paradies? Ich habe die Bibel gelesen, ich habe die Tora gelesen und ich habe den Koran gelesen. Ja? Und wenn jemand ehrlich ist und den Koran liest, ja, es fängt mit Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen. Gott spricht direkt zu dir. Liest du die Bibel? Markus sagt. Wer ist Markus? Ja. Ja? Mhm. Wer ist Johannes? Weiß ich nicht. Aber hier in diesem Buch steht, dass dieses Buch von dem allmächtigen Gott stammt. Ja? Und hier sagt der allmächtige Gott, ich werde dieses Buch bewahren bis zum jüngsten Tag. Das heißt, wenn ich an diesem Buch glaube, dann habe ich die Garantie. Ich kann meinem Schöpfer am jüngsten Tag sagen, ich bin dein Buch gefolgt, weil drin hier eine Garantie gibt. Aber wo ist die Garantie für den Papst? Ja? Das ist mein Verstand. Mhm. Ja? Mhm. Verstanden. Ganz viel, ich habe alles. Also,
kommt hier näher. Kommt, damit ihr alles mitbekommt. Das ist eine sehr ausführliche Erklärung. Ich glaube, ja. Das alles angenommen. Mhm. Was ist dann das gute Leben? Das gute Leben. Ja. Mhm. Auf der Erde oder in Deutschland? Für Sie, also wirklich mich persönlich. Was würden Sie als ein gutes Leben, also oder wo findet es statt vielleicht auch? Das gute Leben findet erstmal im Herzen statt. Ja? Wenn das Herz ruhig ist, das ist das gute Leben. Was hilft mir ein Luxushaus, wenn mein Herz am Zittern ist und Angst hat? Angst, Rechnungen zu zahlen oder Mahnungen zu bekommen oder verhaftet zu werden oder in die Hölle zu kommen. Ja? Das gute Leben findet im Herzen statt. Und das gute Leben ist ein Geschenk von dem allmächtigen Gott für die Menschen, die ihn sehen. Für seine Diener und nicht für die Trotzköpfe der Menschen. Allah sagt, nur im Gedenken an den allmächtigen Gott, an Allah, werden die Herzen ruhig sein. Ich kenne Leute, die Milliarden besitzen. Glaub mir, die sind die unglücklichsten Menschen auf dieser Erde. Ja? Die sehen alles schwarz. Die sehen nur Zahlen und sie zittern. Ja? Jemand, der den Rücken zu seinem Schöpfer zudreht, der wird niemals glücklich sein. Du kannst ihm einen Palast geben, ja? Der wird niemals ruhig sein. Und das ruhige Herz kommt dadurch, dass man versteht, wo man lebt und wozu man lebt. Viele Menschen fragen sich, ja, warum bin ich krank? Ja? Warum ist mein Kind gestorben? Ja? Man muss verstehen, dass wir auf Allahs Erde sind, um geprüft zu werden. Mein Kind ist gestorben, weil das sein Schicksal ist. Ja? Mein Kind, wenn mein Kind stirbt, der kommt direkt ins Paradies. Ja? Und wenn mein Kind stirbt, vielleicht nimmt er mich ins Paradies mit. Ja? Das sagt der Prophet a.s. Es gibt auch ein Hadith, wo der Prophet a.s. gesagt hat, wenn jemand sein Kind verliert und der ist geduldig und sagt, wir kommen von Allah und wir kehren zu ihm zurück, dadurch kommt er ins Paradies. Ja? Weil viele Leute wissen immer noch nicht, mit wem sie zu tun haben. Ja? Man muss sich selber fragen, warum kommen Menschen zur Welt gelähmt? Ja? Oder Menschen zur Welt blind? Erstens, damit du dankbar bist und damit ich dankbar bin. Ja? Allah hat uns Augen gegeben. Was machen wir dafür? Ja? Wir müssen dankbar sein. Und derjenige, der dankbar ist, der jammert nicht. Guck mal, damals habe ich immer gejammert, wenn das Wetter schlecht war. Jetzt interessiert mich nicht. Ja? Wenn es regnet, sage ich Alhamdulillah. Und wenn es nicht regnet, sage ich Alhamdulillah. In jeder Situation ist der Muslim, der wahre Muslim, zufrieden. Warum? Weil er weiß, dass er geprüft wird. Ja? Und er weiß, wenn er dankbar ist, der wird die Zufriedenheit bekommen. Und glaub mir, es gibt keinen Mensch auf dieser Erde, der zufrieden ist, außer einem Muslim. Ja? Weil, stell dir vor, einer arbeitet bei dir. Du sagst ihm, mach diesen Zimmer sauber. Der macht das nicht. Bist du mit ihm zufrieden? Nein. Was ist das Ergebnis? Du wirst ihm sagen, such dir einen anderen Job. Ja? Das ist unser Schöpfer. Der versorgt uns jede Sekunde. Der hält uns am Leben. Allah sagt im Koran, wenn ihr meine Gabe zählt auf euch, ihr werdet sie nie zählen können. Womit willst du anfangen? Ja. Weißt du, wenn jemand Verstopfung hat oder Durchfall hat, ja, dann weiß man die Gesundheit zu schätzen. Wenn man zum Krankenhaus geht und sieht, das sind Menschen, die können nicht atmen, ja, und ich kann atmen, ist das nicht der Grund, dass ich meinem Schöpfer danke?
natürlich danke ich meinem Schöpfer, werde ich die innere Ruhe in meinem Herzen haben. Und die kann man nicht mit Geld kaufen. Ja. Ja. Maschallah. Und von Allah gibt es keine Rechnung jetzt, ne? Wie beim Arzt, ne? Alles kostenlos. Alles kostenlos. Guck mal, wenn du einen Kranken siehst, denk direkt, ich habe ein sehr schönes Sprichwort oder von einem Dichter gelesen einmal. Er sagte, ich habe gejammert, weil ich keine Schuhe gehabt habe. Bis ich jemanden traf, der keine Beine gehabt hat. Dann wusste ich, wie glücklich ich sein musste. Ja. Ja? Allah prüft jeden von uns mit seiner Gesundheit. Ja? Wenn man Bauchschmerzen bekommt, entweder jammert man oder sagt, ach, Alhamdulillah, warum habe ich meinen Gott, meinen Schöpfer nicht bedankt, als ich gesund war? Ja. Ja? Noch eine Frage oder war das alles? Ich glaube, das, also von meiner Seite aus war das alles. Ja? Nee, eine Frage habe ich noch. Darf ich mir einen nehmen zum Nachlesen? Bitte. Das ist unser Bitte an dich. Dankeschön. Ja? Das würde ich nämlich gerne tun. Sehr gerne. Danke. Und für euch bitte eins. Oh. Vielen Dank. Noch eins. Guck mal, die nennen mich Hassprediger. Nicht mit roten Rosen. Ja. Wunderbar. Vielen lieben Dank. Bitte. Dankeschön. Einen wunderschönen Abend noch. Dankeschön. Gleichfalls. Tschüss.